Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Ja, wir machen es uns heute ganz einfach. Ich mache erstmal noch ein bisschen Suppe. Und dann laden wir hier schon mal den Gourmet ein, die Toni. Der wird morgen da sein. Das heißt, wir konzentrieren uns erstmal heute darauf, noch mal ein bisschen so das Leichte zu machen. Ich mache noch mal eine Hühnerbrühe auf jeden Fall. Buttermilch packe ich mit ein. Können auch mal noch Olivenöl mitnehmen, dass wir dann relativ einfach über die Runden kommen, die nächsten Tage. Das hier brauchen wir nicht mehr, ne? Wir können auch Tomaten zwei mitnehmen, Zitrone. Zack. Ich habe auch schon gesehen, dass wir mehr als drei Gerichte sogar präsentieren können, also bis zu 10. Das werde ich dann machen, nachdem ich den Gourmet abgeschlossen habe. Da mache ich mehr Produkte, dass ich zum Beispiel immer die Suppen habe und immer die Pommes zum Beispiel. So, wir machen Hähnchenbrust zweimal. Und mehr brauche ich an sich nicht. Den Rest habe ich noch da. So, habe ich alles ausgepackt. Guck, hier habe ich sogar noch was da. Halb so wild. Ich mache erstmal die Suppe heiß. Das heißt, wir gehen auf die Speisekarte, Hühnersuppe, Ofa-Kebab, Tomatensuppe rein. Und dann nehme ich schon mal einen Teller raus. Ofa-Kebab muss ich auf jeden Fall einen neuen machen. Ich nehme den trotzdem schon mal in die Mikrowelle, den ich da habe. So, 200. Ganz langsam. Ja, das wird nicht reichen. Oh, die Mikrowelle piept jetzt, wenn es fertig ist. Sehr schön. Da muss ich nicht immer gucken. Perfekt. So, die Hühnersuppe ist leider alle. Da war nur noch ein ganz kleiner Rest drin. Das heißt, ich muss jetzt die Hühnersuppe einmal komplett neu machen. Tomatensuppe sollte aber noch da sein. Es gab übrigens ein Update, wie ihr hier seht. Die Spüle wurde verbessert. Da haben wir jetzt eine schmutzige Geschirrkorb und einen für sauberes. So, ganz langsam. Ah, ist ein bisschen mehr, aber ist nicht so schlimm. Petersilie mit rein, Tomatensuppe fertig. Sehr gut. Dann kümmere ich mich jetzt hier um die Hühnersuppe. Einmal die Hähnchenbrust klein schneiden. Zwei Stück. Eine Zitrone fertig machen. Topf rauf. Hühnchenteile rein. Zitrone rein und Hühnerbrühe. Und dann habe ich hier auch schon alles, was ich brauche. Ofa-Kebab muss ich trotzdem noch machen. Einfach weil ich keinen mehr auf Reserve habe. Und da müssen wir schon ein bisschen drauf achten. Oh, ist ganz langsam. So, perfekt. Das sind genau 20. Hühnersuppe ist da. Sehr gut. Dann wird es Zeit für unseren Kebab. So, Ribeye klein schneiden und Schwanzfett. Eine Scheibe habe ich noch übrig, das kommt jetzt hier in den Fleischwolf. Schwanzfett mit rein, Salz, 1, 2, 3. Und schwarzer Pfeffer, 1, 2, 3. Und man sieht auch, wie viel noch drin ist, es kann also auch leer werden. Dann machen wir das Ganze auf den Spieß. Lege ich erstmal hier beiseite. Dann müssen wir erstmal die Kohle reinpacken. Ich hole schon mal Teller raus. Sehr schön. So, Fleisch oben drauf. Das tue ich erstmal hier beiseite. Ich werde auf jeden Fall dann noch einen neuen Knoblauch brauchen. Weil hier kommen immer 4 Portionen raus, wenn ich mich nicht täusche. So, jetzt machen wir hier die Chilis drauf und den Knoblauch.
Währenddessen kann ich hier schon mal wieder neu bestücken. Müssen wir nur einmal schneiden gehen. Und das gleiche Spiel nochmal. Ich habe gerade gesehen, jetzt beispielsweise bei der Mayonnaise und beim Ketchup sind jetzt auch eine Grammanzahl da. Damit man die nicht nur einmal kaufen kann. Und dann hat man die unendlich, sondern muss immer wieder nachladen. Und dann habe ich erstmal vorgesorgt. Kann sein, dass ich dann zwischendurch nochmal Tomatensuppe machen muss. Aber das ist gar nicht so wild. So, ich gucke auch mal. Ich glaube, ich konnte mir ein neues Produkt kaufen, also wo die Leute Geld ausgeben. Hier ist es der Teestand. Können die Leute Tee kaufen und da habe ich nochmal eine extra Einnahmequelle. Nehmen wir also mit. Können sich noch einen schönen Tee gönnen. Neben den Kaugummis und den normalen Getränken gibt es Tee dazu. Oh, hier fehlt mir 0,1. Okay. Dann mache ich folgendermaßen. Ich stelle jetzt hier jemanden ein. Arnold. Der wird jetzt hier... Ach, ich kann ihn aussuchen, was der machen soll. Ja, der soll die Leute bedienen und der soll das Geschirr abwaschen. Sagen wir zumindest erstmal so. Mal gucken, ob das hinhaut. Jetzt mache ich den Laden auf, da kommen schon erst die Leute rein. Der ist gespawnt. Na dann, Tomatensuppe. Ich habe nämlich keinen Bock, das selber alles aufzuwaschen. Nochmal Tomatensuppe. Das hat mich ja schon die ganze Zeit genervt. Und jetzt mit den Schalen geht es vielleicht noch einfacher. Mm. $62 für... Die hat wieder einen Teddybären. Für den Tee. Und er hat 25 für ein Wasser bezahlt. Er hat das Geld eingesammelt und bringt das jetzt... rüber zur Spüle. Okay, hier kann ich es also abwaschen. Da ist mein einer schmutziger Teller noch drin, den ich da einfach hingestellt habe. Den kann ich aber nicht mehr aufheben. Okay, aber er nimmt das Geld an und bringt das weg. Oh, hier müssen wir putzen. Weil dann kann ich die Gerichte während des vollkommen Betriebes des Ladens, wenn die hier essen und so weiter, kann ich hier noch was kochen. Der hat einen rohen Spieß. Der hat schon wieder einen rohen Spieß. Jetzt wird es aber langsam voll. Da kommen wirklich ganz schön viele Leute rein. Tomatensuppe ist alle. Tomatensuppe. An. Tomatensuppe servieren. So. Tomatensuppe ist wieder da, Leute. Hier können wir einmal einräumen. Zack. Es ist wirklich extrem viel los mittlerweile. Kebab. Es ist extrem viel los mittlerweile. Guck, er wäscht ab. Und dann räume ich die einfach nur noch ein. Sehr gut. Also ist wirklich voll. Aber da rollt der Rubel. Der hat doch seinen Müll hingelegt. Ich hab's gesehen. Du Sack. Dafür gibt's einen Mülleimer. Oh, der Tag ist vorbei. Oh, die haben noch mal alle. Der Kebab ist komplett wieder leer, ne? Ach ne, ich habe noch gar nicht draufgepackt. Sehr gut. Sieht alles gut aus. Ab ins Bett. So, wir sind wieder zurück. Das bedeutet, heute kommt der Gourmet. Ach du Scheiße. Schimmel. Sieht aus wie Kackwürstchen da drauf. Das habe ich vergessen. Ach, der ist sauber, oder was? Na, dann geht er rein. Das habe ich ganz vergessen, dass ich die hier drin hatte. Ach du Kacke. Ja, das Luxus-Kebab-Restaurant
was hauptsächlich Suppe anbietet. Und einen kleinen Spieß und nicht mal eine Dönermaschine besitzt. Geiles Restaurant. Ich werde gleich da sein. Ich hoffe, du hast mir einen Tisch reserviert. Ja, habe ich. Alles erledigt. Auf Hühnersuppe wird es bestimmt auch gleich alle sein. Das nehmen jetzt ordentlich Leute. Ach du Scheiße. Da ist er. Hier sitzt er. Toni. Teigarbeit? Ich bin Tiny Toni. Du hast hier sicher... Du kannst hier sicher denken, warum sie mir den Namen gegeben haben. Jeder der Meisterorganisation hat seinen eigenen Spitznamen, wenn du weißt, was ich meine. Ich flüstere dem Teig zu. Mein Freund, ich knete ihn mit Liebe und bin berauscht von seinem Duft. Das kann ich dir beibringen, wenn du meine Prüfung bestehst. Magst du ein Rätsel, Junge? Wähle eine der drei Rätselboxen, die ich dir zur Verfügung stelle und koche mir ein Gericht aus dem drin enthaltenen Zutaten. Was meinst du, schaffst du das? Ja, aber ich muss erstmal mich um meine Hühnersuppe kümmern, denn die Leute, die sind schon am Verhungern. Oh, scheiße, es war so viel. Ich glaube, es ist keiner mehr da. Okay. Das heißt, wir nehmen uns einfach die. Reis, Joghurt, Mehl, Petersilie. Ja, was soll ich denn jetzt kochen? Was kann ich denn davon kochen? Gar nichts, oder? Kann ich einen Kuchen oder sowas machen? Nee. Kuchen kann ich nicht. Suppen habe ich nur die beiden. Hier kann ich auch nicht viel mehr. Jetzt muss ich überlegen. Aber ich habe gar keinen Ofen oder so. Tja, was soll ich sagen? Ich könnte den Reis kochen. Muss ich mir noch einen Topf holen. Das räume ich erstmal weg. Jetzt muss ich ausprobieren. Wenn ich, der Laden hat schon zu. Das ist der Einzige, der noch da sitzt. Aber ich muss mir ja Gedanken machen. Vielleicht muss ich den Reis kochen. Oder ich mache Mehl, Joghurt und Wasser. So, Mehl ist drin. Reis kochen. Ich lasse mal den Reis kochen, mal gucken, was passiert. Dann habe ich ein Sieb oder so. Gibt es ein Sieb? Scheiße. Also ich jetzt einfach den Reis gekocht, vielleicht so Joghurt mit rein oder so. Das hier. Mit Wasser. Oder hier rein. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist nur Reiswasser. Das kann ich da aber auch nicht reingießen. In die Form? Nee. Scheiße. Okay, es ist weg. Kannst du rühren? Nee. Scheiße, kann ich mir das hinstellen? Knetmaschine. So, wir nehmen die Knete dich. Es wird ein Brot, wie es aussieht. Vielleicht mache ich jetzt den Grill nochmal an, lege es auf den Grill. Dann mache ich ihm halt ein Brot. Mit ein bisschen Petersilie. Backst du Brot? Nee, der backt nicht. Ich habe nichts, wo ich das Brot backen kann. Gar nichts. Vielleicht kann ich das noch schneiden.
Da könnte ich was reinmachen, da. Und wenn wir da Hühnersuppe reinmachen? Wenn ich da die Nee, Moment, ich muss den wahrscheinlich warm machen. Wenn ich da jetzt die Hühnersuppe warm mache, kann ich die dann da reinmachen. Zureckbrot. Hm. Teig aus Mehljoghurt und Petersilie. Ich glaube, Tomatensuppe wäre geil. Ich glaube, Tomatensuppe wäre geil, auch wenn man aus dem Brot zur Tomatensuppe isst. Aber ich kann es halt. Ich kann es halt auch nicht backen. Ich kann das nicht backen. Ich mache da jetzt mal so ein bisschen Suppe rein. Da ist die Suppe noch mit drin. Auf dem Teller. Da ist dein Essen. So, dann denke ich das nochmal zu. Da. Iss. Ich glaube, das mag der nicht. Ich glaube, weil ich den Reis verkackt habe, habe ich jetzt einfach Pech. Reisbrot? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Broten nicht aus. Ist das, Todi? Ist das? Ich würde sagen, das war's für heute. Das komische Brot auch. Ich habe ja nicht mal einen Ofen, dass ich das machen könnte. Ich habe gar nichts. Er gibt mir auch nicht nochmal neue Zutaten, der Geizhals. Ja gut, das war's erstmal mit weiterer Runde vom Kebab-Simulator. Doch anders als gedacht. Aber wenigstens habe ich jetzt einen Tellerwäscher. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.